Boah, irgendwie, also kennt ihr das? Es liegen die SD-Karten irgendwo rum, dann da irgendwie die Kopfhörer, das Handy liegt irgendwo rum. Das sieht alles irgendwie nicht geil aus und geordnet ist es auch nicht und dafür muss jetzt eine Lösung her. Und ich glaube, ich habe da schon eine ganz geile Idee. Da gibt es ein paar Webseiten, wo man kostenlos 3D-Druckdateien runterladen kann. Jetzt habe ich das auf der SD-Karte, gehe zu Julian, weil der hat die Programme dafür. Ich glaube, das machen wir selber, ne? Das machen wir kurz selber. Die Stärke hat quasi dann so rein. Einmal 30 rein. So, dann der. So, jetzt hier Kopfhörerhalter. Noch einmal kurz erhitzen und dann geht's ab. Julian, ja. Die 3D-Dinger sind fertig. Geil. Die restlichen Sachen aus dem 3D-Drucker sind jetzt fertig gedruckt und ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis. Also hier der Handyständer, der ist wirklich perfekt für ein iPhone zum Reinstellen, aber auch zum seitlichen Hinstellen und dann ist das hier aufgeräumt. Genauso wie diese kleinen, ich sag's mal, Desk-Organizer. Da passen meine SD-Karten rein und einfach alles, was sonst irgendwie immer so bei mir auf dem Schreibtisch rumgeflogen ist. Echt praktisch. Und dann das absolute Highlight, unser neuer Kopfhörerhalter. Wenn man sie nicht braucht, nimmt man die einfach, hängt sie hier rein und sie sind aus dem Weg und dann sieht es auch noch echt stylisch aus, muss ich sagen. Und dann hat man jetzt hier alles organisiert auf dem Schreibtisch, hat viel mehr Ordnung, viel mehr Platz und dann sieht es auch noch gut aus. Was will man mehr?